Herzlich willkommen, liebe Studierende, zur heutigen Sitzung unserer Vorlesung Einführung in die angewandte Linguistik. Heute mit der zweiten Sitzung zum Thema Soziolinguistik. Wir hatten beim letzten Mal gesehen, wie man in der frühen Soziolinguistik vor allem untersucht hat, wie Varietäten durch soziale Faktoren geprägt werden, Schicht- und Klassenzugehörigkeiten zum Beispiel, aber auch Alter und Geschlecht. Wir hatten dann aber auch gesehen, am Beispiel der Theorie des Doing Gender, dass man das auch umdrehen kann und sich anschauen kann, inwiefern Sprachgebrauch auch soziale Realitäten konstruiert. Und in dieser Richtung wollen wir heute weiterdenken, wenn wir uns mit Spracheinstellungen und Sprachideologien beschäftigen. Das haben wir heute vor. Es geht zunächst um die Frage, wie die Sprache so die Leute als Einstieg, und davon ausgehend möchte ich zunächst mal reißen, inwiefern überhaupt Spracheinstellungen und Sprachideologien ein wichtiger Gegenstand der Soziolinguistik sind. Und ich möchte das dann anhand von drei Fallbeispielen genauer erläutern. Wir werden uns mit Wahrnehmungsdialektologie beschäftigen, mit der Soziolinguistik der Standardsprache und schließlich als dritten Fall wollen wir uns das sogenannte Kiezdeutsch anschauen. Die Lernziele bestimmen sich wie folgt. Sie können zunächst mal ganz allgemein erläutern, inwiefern Spracheinstellungen und Sprachideologien soziolinguistische Forschungsgegenstände sind. Sie können weiterhin verschiedene Typen des Metasprachlichen unterscheiden. Sie können das soziale Kräftefeld von Standardvarietäten wiedergeben und erläutern. Dazu werden wir ein Modell von Ulrich Ammon kennenlernen. Und schließlich können Sie am Beispiel von Kiezdeutsch erläutern, inwiefern Medien und Wissenschaft wichtige Akteure im Metasprachdiskurs sind. Und ich möchte beginnen mit einem Rückblick auf die letzte Sitzung. Da hatten wir uns mit einem Interview mit Olivia Jones beschäftigt. Da ging es vor allem um die Frage von Sprache und Geschlecht. Allerdings finden wir in dem Interview auch noch andere interessante Dinge und ich möchte Ihnen deswegen nochmal einen längeren Auszug vorspielen in zwei Teilen und ich habe die relevanten Teile hier auch schon rot hervorgehoben. Was verbindest du denn mit Hamburg? Ja, ich weiß nicht, Hamburg ist für mich einfach eine wunderbare Stadt, weil es so offen ist, aber auch nicht so aufgesetzt wie manch andere Städte. So Köln ist mir zu aufgesetzt. Also ich finde das furchtbar. Und ich finde auch Berlin so als Vorort ist ganz nett, da ist man schnell. Aber ich bin auch immer froh, wenn ich, ja, für mich ist Berlin so ein Vorort. Ich bin froh, wenn ich wieder zurück bin. Ja. Es geht weiter. Weil Hamburg ist sehr vielfältig, hat aber trotzdem noch so ein bisschen was Dörfliches kann man ja noch nicht sagen, aber Berlin ist mir zu groß und zu ruppig irgendwie, auch untereinander und so wie die da, und die haben auch da so einen sehr direkten Humor. Hamburg ist immer noch so ein bisschen reservierter und so, das mag ich halt. Okay. Und die Hamburger sind ja nicht so kühl, wie ihnen nachgesagt wird. Okay, also was macht Olivia Jones hier? Olivia Jones spricht über Städte, spricht über die BewohnerInnen dieser Städte, weist ihnen bestimmte Eigenschaften zu und spricht aber auch über typische Sprech- und Kommunikationsweisen in diesen Städten. Und das Ganze auf eine sehr wertende Art und Weise. Hier ist von ruppig, von direkt, von reserviert, von kühl die Rede, von aufgesetzt, was sie furchtbar findet und so weiter. Ich denke, wir sind uns darüber im Klaren, dass das Stereotype sind. Überaus pauschale Urteile, die man, wenn man es genau nehmen müsste und auch wissenschaftlich vorgehen würde, wahrscheinlich ausdifferenzieren müsste und die wahrscheinlich auch eine Überprüfung nicht wirklich standhalten. Darum geht es aber nicht primär, sondern es ist einfach festzustellen, dass wir ganz häufig im Alltag über Varietäten auf diese Art und Weise sprechen. Wir tun das ständig. Sie können ja selber auch mal überlegen, welche Dialekte Sie besonders mögen und was Sie zum Beispiel für typische Charaktereigenschaften mit Leuten sprechen, die ein breites Bayerisch sprechen, was Sie mit denen verknüpfen. Und so haben wir alle unsere Stereotype und Vorurteile gegenüber regionalen Varietäten. Ja, wir können also sagen, Varietäten sind Gegenstand stereotyper Urteile und Beurteilungen. Und dabei stellen wir fest, dass Urteile über die Varietäten einerseits, das Sächsische, das Schwäbische, das Berlinerische und so weiter, und Urteile über diejenigen, die diese Varietäten verwenden,
ineinander übergehen. Und interessanterweise kann jeweils das eine die Begründung für das andere sein. Ja, wir können sagen, ich finde, dass die Berliner alle so ruppig sind, weil die sprechen auch so komisch. Ja, und dann können wir aber auch umgekehrt sagen, das Berliner ist ja so eine sehr ruppige Sprache und deswegen finde ich, sind die Leute auch irgendwie so. Ja? Und das sind alles Urteile, die wie gesagt einer wissenschaftlichen Prüfung kaum standhalten würden, aber trotzdem werden sie im Alltag so gefällt und damit kann man sich auch wissenschaftlich beschäftigen. Was wir hier vorliegen haben, sind wertende Spracheinstellungen und Spracheinstellungsäußerungen. Die sind in der Wissenschaft als solche nicht üblich. In der Wissenschaft würden wir sagen, dass man wertfrei Sprache untersuchen soll, aber im Alltag wird Sprache und werden Sprachen bewertet. Und es gibt auch typische Akteure und typische kommunikative Domänen von solchen Spracheinstellungsäußerungen. Alltagssprache, also Alltagsdiskurse sind da zu nennen, aber es gibt auch solche Domänen wie Comedy zum Beispiel. Ja, es gibt viele, viele Comedy-Shows, die vor allem mit solchen regionalen Stereotypen spielen und das ganze Programm durchnudeln, dass bestimmte Dialekte imitiert werden und auch das wäre hier ein wichtiger Bereich. Und die sind also so weit verbreitet, diese wertende Spracheinstellungen, dass wir die als Linguistinnen nicht einfach so ignorieren können. Und deswegen sind Spracheinstellungen und auch Sprachideologien, was das ist, werde ich später noch erläutern, natürlich ein wichtiger Gegenstand der Soziolinguistik. Wenn wir uns sagen, Soziolinguistik soll den Anspruch haben, Sprachgebrauch draußen in der Gesellschaft umfassend zu beschreiben und auch zu erklären, dann können wir nicht so einen weit verbreiteten, wichtigen Bereich des Sprachgebrauchs ausklammern, indem es um wertende Spracheinstellungsäußerungen geht, nur weil wir als Linguistinnen für uns in Anspruch nehmen würden, gerade nicht wertend über Sprache zu sprechen. Es geht also um ein Sprechen über Sprache, das wir hier analysieren wollen. Und dieses Sprechen über Sprache kann man auch als Metasprache bezeichnen. Und es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Typen des Metasprachlichen, verschiedene Ebenen, sozusagen verschiedene Abstraktionsstufen, die ich jetzt der Reihe nach durchgehen möchte. Wir finden zunächst sowas wie Definitionen. Sie wissen vielleicht nicht, was ein Trike ist, aber wenn ich Ihnen die Definition liefere, ein Trike ist ein motorisiertes Dreirad, dann wissen Sie hoffentlich, was ich meine. Diese albernen Gefährte, mit denen manchmal Leute durch die Gegend knattern, die nennt man Trike. Und jetzt habe ich also für das Wort Trike die Bedeutung geliefert und habe insofern über einen Ausdruck eine Aussage getätigt. Wir können das auch machen, indem wir nicht über die Bedeutung von Ausdrücken sprechen, sondern tatsächlich die Wortform thematisieren, wenn ich sage, Trike ist eine Kurzform für Tricycle. Und das wäre das, was ich als linguistische Thematisierung bezeichnen möchte. Wir haben auch diesen Fall Redewiedergaben und Paraphrasen. Und denken wir an so eine Äußerung wie, er hat gesagt, er gibt mir das Buch morgen zurück. Wir wissen, dass es da bestimmte grammatische Regeln gibt, dass wir im Schriftsprachlichen ganz korrekt in formalen Kontexten vielleicht den Konjunktiv 1 verwenden würden. Er hat gesagt, er werde mir morgen das Buch zurückgeben, aber im mündlichen Alltagssprachlich werden wir wahrscheinlich sagen, gib mir morgen das Buch zurück. Wir können das Ganze auch mit direkter Rede machen. Er hat gesagt, Doppelpunkt Anführungszeichen, morgen gebe ich das Buch zurück. Oder noch abstrakter paraphrasierend, morgen kriege ich das Buch wieder, das hat er mir zumindest versprochen. Immer ist der Fall der, dass es eine konkrete Äußerung gibt, auf die dann in der Redewiedergabe Bezug genommen wird. Davon nochmals zu unterscheiden wäre die metapragmatische Äußerung. Nehmen wir sowas hier in Erinnerung an unsere erste Sitzung, LG in E-Mails an Dozenten ist echt total unpassend. Es mag sein, dass hier mal eine konkrete Äußerung der Anlass war, aber hier wird nicht nur über eine konkrete Äußerung ein Urteil gefällt, sondern es wird generell gesagt, LG in E-Mails ist generell total unpassend. Das ist das, was wir metapragmatische Äußerung nennen, also Pragmatik als das sprachliche Handeln. Und hier wird also ein bestimmter sprachlicher Handlungstyp, über den wird eine Äußerung getätigt.
Und dann haben wir nochmals eine abstraktere Ebene und jetzt sind wir bei den Spracheinstellungen und Sprachideologien. Hier geht es weder um eine konkrete Äußerung noch um einen bestimmten Äußerungstyp, sondern um Sprachen generell. Wenn wir sagen, Dialekt XY ist echt hässlich, setzen Sie da den Dialekt Ihrer Wahl gerne ein. Ich verrate Ihnen nicht, was mein Hassdialekt ist. Aber wir können nochmals abstrakter sagen, dass Dialekte generell, Dialektsprechen generell, ist Ausdruck von Heimat, Verbundenheit. Und um solche Äußerungen, um solche sehr pauschalen, sehr abstrakten Urteile, wertenden Urteile über Sprache, um die soll es im Folgenden gehen. Und das möchte ich gerne anhand von drei Beispielen machen. Wir wollen uns die Wahrnehmungsdialektologie ansehen. Da geht es darum zu untersuchen, wie Laien eigentlich Varietäten, in dem Fall deutsche Varietäten, konzeptualisieren und wie sie dann diese Konzepte auch bewerten. Mit Laien sind alle gemeint, die nicht professionell über Sprache sprechen. Und es sind übrigens auch Wissenschaftlerinnen in manchen Kontexten. Auch ich habe ein Privatleben und ich spreche nicht immer methodisch, linguistisch, professionell über Sprache, sondern kann man auch aus meinem Mund manchmal beim Abendessentisch so einen Satz hören wie Dialekt XY ist echt hässlich oder ähnliches. Ja? Und deswegen Laien hier in Anführungszeichen. Das ist nicht, was man per se ist durch eine Ausbildung, sondern es geht vor allem um bestimmte Verwendungsanlässe. Wir wollen uns mit der Soziolinguistik der Standardsprache beschäftigen, weil wir nämlich sehen können, dass Standardsprache eine Varietät ist, die besonderes Prestige genießt und die eine besondere Normierungskraft hat. Und das gilt es zu modellieren. Und schließlich werden wir uns mit Kiezdeutsch beschäftigen. Wir werden uns anschauen, wie Medien und Sprachwissenschaft in Metasprachdiskursen involviert sind und an dem mitwirken, was ich die Konstruktion des Ethnolekts nennen möchte. Ich beginne mit der Wahrnehmungsdialektologie. Sie kennen die Dialektologie. Da geht es dann zum Beispiel darum, dass man die Grammatik oder die Lexik, die Syntax, die Morphologie und so weiter von dialektalen Varietäten beschreibt. Das kann man ganz strukturlinguistisch machen. Wir können das Ganze auch soziolinguistisch anreichern, indem wir uns danach fragen, welche sozialen Faktoren den Dialektgebrauch noch beeinflussen. Also sowas wie Alter, Schichtzugehörigkeit, Geschlecht, all das beeinflusst die Art und Weise, ob und wie welche Dialekte wann benutzt werden. Und das wäre dann der Gegenstand der soziolinguistischen Varietätenlinguistik. Das kann man alles machen. Wir können uns aber auch klar machen, dass nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über Dialekte nachdenken und reflektieren und darüber Urteile fällen, sondern auch die Dialektsprechenden selbst machen das. Und auch die Menschen, die selber keinen Dialekt sprechen, haben trotzdem zumindest eine vage Ahnung von den Dialekten, die die anderen sprechen und bilden sich ihre Urteile darüber. Und das können wir untersuchen. Hier sehen wir ein berühmtes Untersuchungsdesign, dass wir Dialektkarten zeichnen lassen durch Laien. Wir legen einfach solche Karten vor des deutschsprachigen Raums, nur mit Flüssen und Städten, und bitten sie, die Grenzen der Dialekträume einzuzeichnen, wie sie glauben, dass sie eben sind. Ja? Und dann finden wir hier, dass unerhörterweise, weil ich daherkomme, das Schwäbisch bis hier runtergezogen wird. Natürlich spricht man kein Schwäbisch, da wo ich wohne, sondern Hochalemannisch. Aber eben, es geht ja gerade um die Laienkonzeptualisierung. Man kann dann jetzt auch fragen, wie gibt es hier Unterschiede zwischen verschiedenen Altersklassen, wie diese Grenzen hier gezogen werden und so. Das kann man dann matchen. Stimmt es überein mit dem, was die Wissenschaft herausfindet? Wo gibt es Unterschiede und warum gibt es möglicherweise Unterschiede? Was wir hier also erheben, sind subjektive Daten. Das beschreibt Steiner so: subjektive Daten, in denen die individuellen Einstellungen und Ansichten der Informanten zum Tragen kommen. Das heißt Gefühle und Einschätzungen der Informanten. Außersprachliche Gegebenheiten wie Ortsloyalität und soziale Selbsteinschätzung werden mit erhoben. Es geht um metasprachliche Aussagen, um Spracheinschätzungen und Bewertungen.
Es ist zunächst mal paradox, subjektive Daten. Würden wir nicht von der Wissenschaft erwarten, dass da gerade objektive Daten erfasst werden sollen? Eigentlich würden wir doch sagen, dass solche gefühlten Wahrheiten gerade ausgeblendet werden sollten aus der Wissenschaft und wir doch gerade herausfinden wollen, wie die Dinge tatsächlich sind. Das ist alles gut und richtig und deswegen wird auch die Wissenschaft nicht auf klassische dialektologische Untersuchungen verzichten können. Aber als Ergänzung dazu muss man sich klar machen, dass diese subjektiven Einstellungen eben doch wichtig sein können. Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel klar machen aus einer Magisterarbeit von Schaufuß von 2010. Hier geht es um das Sächsische und da wurden Interviews geführt und hier so ein Auszug aus einem Interview. Die Untersuchungsleiterin fragt, magst du den Dialekt, den du sprichst? Klassische Frage in dieser Forschungsrichtung und dann ist die Antwort, ja, weil ich Lokalpatriot bin und das gehört einfach zu mir und zu meinen Leuten und zu meiner Umgebung und das hat halt was Vertrautes und was Gemütliches. Auch vertraut, weil es meine Oma und alle sprechen und gemütlich, weil ich das ist halt so eine gemütliche Sprache. Es fällt alles runter und das mag ich. Wir könnten jetzt hergehen als Linguistinnen und könnten uns anschauen, was sind denn Merkmale des Sächsischen und das, was hier als es fällt alles runter, könnten wir versuchen auch nachzuweisen, dass Silben verschluckt werden oder ähnliches. Aber das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass hier dem Dialekt eine besondere Wertigkeit zugeschrieben wird. Sowas wie, es ist Ausdruck von Lokalpatriotismus, es ist was Vertrautes, was Gemütliches. Und das kann natürlich auch für die Person ein besonderes Motiv sein, den Dialekt zu verwenden. Ja? Und wenn wir uns also auch dafür interessieren, warum verwenden eigentlich Menschen Dialekt und warum verwenden sie ihn in bestimmten Kontexten, in anderen möglicherweise nicht, dann finden wir in solchen Interviews ganz interessante Hinweise, ja? Indem man sich vertraut zeigen möchte in einer vertrauten Umgebung, indem man Loyalität zu seinem Heimatort zum Ausdruck bringen möchte. All das können Motive sein für die Verwendung von Dialekten und als solche sind sie es auch wert, erhoben zu werden, zum Beispiel in solchen Interviews. Anderes Beispiel, denn viele Dialekte werden auch noch mit anderen Wertigkeiten verknüpft. Jetzt hier sozusagen in die andere Richtung, weniger mit Gemütlichkeit, Heimatverbundenheit, sondern hier mit mangelnder Bildung. Das ist ein Auszug aus einem Artikel, in dem es um eine Sprechtrainerin geht, die ein Geschäftsmodell entwickelt hat, dass sie Menschen, die Dialekt sprechen, Hochdeutsch beibringt. Sie erinnern sich an das Video aus der letzten Sitzung, wo ich Ihnen gezeigt habe, wie jemand erklärt, wie man das Englisch R, mit dem R-Sound richtig ausspricht. Das ist eine ganz ähnliche Richtung, so ein Sprechtrainer. Wir schauen mal rein in den Artikel. Auch viele Urberliner, deren Herkunft man an der Aussprache zu schnell erkenne, würden vor allem von Firmen zu ihr geschickt, sagt Hollack. Ein Arzt, der Berlinert und Müll statt Milch sagt, wird leicht für ungebildet gehalten. Berlinerisch könne ganz schön brutal klingen, findet sie. Es ist eher ein Soziolekt als ein Dialekt. Das bedeutet, Icke sagen dem Klischee nach eher Leute mit wenig Bildung. Neulich habe sie eine ältere Bibliothekarin trainiert, die total Berlinert hat und endlich die Vorurteile, die das oft auslöste, loswerden wollte. Wir können dazu als Soziolinguisten Untersuchungen machen und können erheben, wie ist es denn mit dem Bildungsstand von Menschen, die Dialekt sprechen und würden möglicherweise feststellen, dass das gar nicht stimmt, dass es überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Das wird aber nichts daran ändern, dass diese Vorurteile trotzdem bestehen, dass wir trotzdem solche Zuordnungen und auch Vorverurteilungen tatsächlich vorgenommen werden, wie es hier heißt, dass ein Arzt, der Mülsch sagt, für ungebildet gehalten wird. Und diese Vorurteile, die werden wiederum auch Menschen prägen in der Art und Weise, wie sie Dialekte wahrnehmen und auch selbst verwenden. Und auch deswegen müssen wir diese Vorurteile in unserer soziolinguistischen Erklärung der Sprachwirklichkeit mit berücksichtigen. Das heißt, um es etwas abstrakter zu fassen, regionale Varietäten werden als Indizes sozialer Merkmale im
weiten Sinne gedeutet und entsprechend bewertet. Sie kennen vielleicht noch aus der Einführungsvorlesung in die Sprachwissenschaft den Begriff des Index, ein Zeichentypus nach Charles Sanders Peirce. Das sind Zeichen, wo die Bedeutung und der Zeichenträger in einer ursächlichen Beziehung stehen. Klassisches Beispiel wäre Rauch bedeutet Feuer. Also Rauch verweist ursächlich auf Feuer. Und so ist das hier auch mit den Indizes. Nur dass wir gar nicht unbedingt sagen müssen, dass tatsächlich die sozialen Merkmale die Ursache dafür sind, dass Varietäten verwendet werden, dass also niedriger Bildungsstand die Ursache dafür ist, dass jemand Berlinert. Wichtig ist, dass diese Verbindungen so konstruiert werden durch die Leute, die Varietäten wahrnehmen. Ja? Also sie werden als solche Indizes gedeutet und dann eben auch entsprechend bewertet. Deswegen wird Berlin, genießt Berlin ein eher niedriges Prestige, weil es eben als ungebildet gilt. Milani Johnson, die in einer schönen Einführung in die Untersuchung von Sprachideologien da auch drauf zu sprechen kommen, die formulieren das so. In der Sprachideologieforschung, sagen sie, geht es darum zu untersuchen, how linguistic phenomena are invested with meanings and values through the production, reproduction and or contestation of conventional indexical ties. Das sind genau diese indexikalischen Verknüpfungen. Indexical ties between first, perceived or presumed features, genres, styles or varieties of language and second, broader cultural representations of the purported speakers in terms of nationality, ethnicity, gender, sexuality, aesthetics, morality, wir können jetzt ergänzen, education and so forth. Nochmals mit eigenen Worten gesagt, wir haben also perceived or presumed features of language, sowas wie die Variante Milch statt Milch. Das kann eine tatsächliche wahrgenommene Varietät sein oder möglicherweise auch eine, die man nur annimmt, dass sie so existiert. Auf jeden Fall ein sprachliches Merkmal und das wird als verknüpft gedacht mit bestimmten Eigenschaften der Sprechenden. Und das kann konstruiert werden in Diskursen über Sprache, da werden solche Lexical Ties produziert und auch laufend reproduziert und möglicherweise auch Contestation, wie sagt man, angezweifelt und in Frage gestellt. Ja, weil wir wollen uns heute vor allem mit der Produktion und der Reproduktion von solchen Ideologien beschäftigen. Und wichtig ist nun, dass in der Produktion und Reproduktion von solchen Sprachideologien, wo es ja um wertende Bezugnahmen auf Sprache geht, wir ganz häufig einen Standard, einen Maßstab implizit ansetzen und das ist der Standardsprache. Wir wollen uns also jetzt im Folgenden mit der Soziolinguistik der Standardsprache beschäftigen und als Einstieg möchte ich Ihnen gerne zwei TikTok-Videos vorspielen. Das ist ein schöner Kanal, der heißt Just Say Eleanor. Ist auch auf Insta und auf Twitter, glaube ich nicht, aber auf YouTube das volle Programm. Und der TikTok-Kanal funktioniert so, dass sie Sächsisch vorführt. Typischerweise sind es so Videos wie männliche Vornamen auf Sächsisch, Städtenamen auf Sächsisch oder auch Kleidungsstücke auf Sächsisch. Sie nennt die Wörter und erklärt dann, wie man sie im Kontext verwendet. Und es gibt aber auch immer wieder Videos, die so eine Art Metaperspektive einnehmen. Es gibt ja auf TikTok dieses Frage-Antwort-Format. Userinnen stellen Fragen und die werden dann in so einminütigen Videos beantwortet. Die erste Frage lautet, wie kannst du nur so dialektfrei sprechen? Ich will das auch können. Und das antwortet Just Say Eleanor. Also Laura, das lief daran, dass ich mein Leben lang in Sachsen Sächsisch geredet habe. Und zwar fast genau so. Na? Aber ich kann jetzt auch nochmal reden. Jetzt wohne ich in Brandenburg, in Potsdam, um genau zu sein. Ist Ihnen aufgefallen? Sie hat gesagt, ich kann auch normal reden. Das ist doch interessant. Es ist also nicht einfach nur eine andere Art zu reden, sondern das eine gilt als das Normale und im Umkehrschluss das Sächsische als das Unnormale. Noch deutlicher wird es im zweiten Video. Hier ist die Frage Sächsisch. Klingt fast auch so. Wo zur Hölle hast du so Hochdeutsch gelernt? Und das antwortet Just Say Eleanor.
Wo zur Hölle hast du so gut Hochdeutsch gelernt? Ja, erstmal danke für das Kompliment. Ich freue mich immer, wenn jemand mein Hochdeutsch lobt, beziehungsweise auch sagt, dass man nicht hört, dass ich ursprünglich aus Sachsen komme. Das war tatsächlich ziemlich harte Arbeit, aber ich wohne jetzt schon fast 2,5 Jahre in Brandenburg, also um genau zu sein in Potsdam, und umgebe mich hier nur mit Leuten, die logischerweise kein Sächsisch sprechen. Und ich glaube, dann nimmt man das so ein bisschen an und hört sich so ein bisschen an, wie andere Leute Sachen aussprechen und spricht es dann so nach. Und deswegen verschwindet dann der Dialekt nach und nach. Das dauert aber auf jeden Fall eine ganze Zeit. Also letztes Jahr um die Zeit habe ich zum Beispiel immer noch ein bisschen Sächsisch gesprochen. Ich denke, jetzt ist es vielleicht ganz raus, vielleicht auch nicht. Vielleicht gucke ich dann nächstes Jahr auf dieses TikTok zurück und denke mir so, ach du Scheiße. Wir müssen auf die Details achten. Die Frage lautet, wo zur Hölle hast du so Hochdeutsch gelernt? Und sie macht daraus aber in ihrer Antwort, wo zur Hölle hast du so gut Hochdeutsch gelernt? Und sie rahmt das Ganze als Kompliment und als Lob und bedankt sich dafür. Sie sagt auch, dass der Erwerb des Hochdeutschen harte Arbeit ist, also was, wofür man kämpfen muss. Und am Ende hat sie ja gesagt, vielleicht wird sie zurückblicken darauf, auf das Video und merken, dass da doch noch Sächsisch drin ist und kommentiert das mit, ach du Scheiße. Wir können hier also sehen, dass der Standard, das Hochdeutsche, nicht einfach nur eine andere Variante ist, sondern das ist das Bevorzugte, das, was als viel höher bewertet wird. Klar, natürlich auf dem Kanal wird auch das Sächsische zelebriert, aber letztlich ist es doch so, dass die Standardsprache als die eigentlich wertvollere Varietät dagegen gehalten wird. Und genau diesen Status des Standarddeutschen als eine besonders prestigeträchtige und wertvolle Varietät, das untersucht man in der Soziolinguistik der Standardsprache. Wir müssen zunächst mal uns klar machen, dass wir eigentlich von Standardvarietät sprechen sollten. Denn es ist genauso eine Varietät des Deutschen wie andere auch, mit bestimmten sozialen Verteilungen und bestimmten Verwendungsanlässen. Und wir können auch rein sprachstrukturell eigentlich überhaupt keinen Unterschied machen zwischen Dialekt und dem Standard. Ja, es hat genauso grammatikalische Regeln, es gibt genauso Lexik und Morphologie wie in allen anderen Varietäten auch. Aber natürlich hat trotzdem der Standard noch mal ein paar besondere Eigenschaften. Etwas, was ihn doch ziemlich radikal unterscheidet von regionalen Dialekten. Das haben Dürscheid und Schneider in ihrer 2019er Einführung mal so zusammengefasst, hier eine Reihe von Merkmalen von Standardvarietäten. Zunächst die Schriftlichkeit. Klar, wir können auch Standarddeutsch sprechen, tue ich ja auch gerade, aber wir orientieren uns daran an den schriftsprachlichen Normen und wir haben ja auch solche Redeweisen wie er spricht wie gedruckt, was ja auch eine besondere Form des Lobs ist. Der Standard ist überregional, also wir würden davon ausgehen, dass man in Potsdam den gleichen Standard spricht wie in Frankfurt oder auch in München und eben gerade wenn Menschen aus ihrer eigentlichen Region weggehen und die Region wechseln, das ist dann üblicherweise verbunden mit Standardspracherwerb, wenn sie nicht vorher schon gesprochen haben. Es ist oberschichtlich oder mit Oberschichtlichkeit assoziiert. Das konnten wir vorhin sehen, dass der Arzt, der Mölsch sagt, wird für ungebildet gehalten, also Standardbeherrschung wird wahrgenommen als so eine Art Eintrittskarte, so eine Art Ausweis für sozialen Aufstieg. Er gilt als invariant der Standard, also Dialekte, da ist es ja so, in jedem Dorf ist er anders und er verändert sich auch laufend. Ständig kommen neue Wörter dazu und es ist alles im Fluss. Und das ist bei den Standardsprachen nicht so, die sind viel invarianter, sowohl zeitlich als auch räumlich. Sie gelten als ausgebaute Sprachen, ausgebaute Varietäten. Sie dürfen sich ganz metaphorisch vorstellen. Ein ausgebautes Haus hat viele Zimmer, die auch verschiedene Zwecke erfüllen können. Und genau das ist gemeint mit der Metapher der ausgebauten Sprache, dass es für verschiedenste Funktionsbereiche zur Verfügung steht, dass wir auch sowas wie Fachsprachen haben, dass wir auch zum Beispiel Gesetzestexte und wissenschaftliche Texte damit verfassen können. Niemand würde einen Gesetzestext auf Sächsisch oder auf Schwäbisch schreiben oder ein
wissenschaftlichen Text auf Alemannisch. Dafür ist die Standardsprache da, die entsprechend funktional ausdifferenziert ist. Und schließlich sind Standardsprachen kodifiziert. Natürlich, es gibt auch Kodizes, also Wörterbücher und Grammatiken des Sächsischen und des Schwäbischen und des Alemannischen, aber die haben eine ganz andere Funktion, indem sie nicht so sehr als Normierungsgrundlage herangezogen werden. Ja, die Grammatiken des Alemannischen versuchen, das mal abzubilden, wissenschaftlich zu erfassen, wie denn die Regeln sind, aber niemand, der Alemannisch sprechen möchte, schaut in der Grammatik nach, wie das denn eigentlich geht, wie man denn eigentlich Alemannisch spricht. Ja, hingegen schauen wir sehr wohl in Grammatiken des Deutschen nach und blättern im Duden nach, wenn wir nicht wissen, ob wir Staubsaugen zusammen oder getrennt schreiben. Ja, und deswegen haben die Kodizes der Standardsprache eine ganz andere Funktion und es gibt auch einfach viel, viel mehr Grammatiken und Wörterbücher, die speziell den Standard versuchen abzubilden und zu normieren. Und damit also Standards all diese Merkmale aufweisen können, braucht es in einer Gesellschaft sozusagen Arbeitsteilung. Es gibt eine ganze Reihe von Akteurinnen und Akteuren, die gemeinsam daran mitwirken, dass der Standard existiert und dass er auch die Funktionen erfüllen kann, die er eben nun mal erfüllt. Und das hat Amon zusammengefasst in seiner Theorie des sozialen Kräftefeldes. Zunächst ist es so, dass Standardvarietäten Varietäten sind, die kodifiziert sind, das hatten wir schon, das heißt, sie werden in Grammatiken und in Wörterbüchern erfasst. Und dazu kommt aber noch, dass diese Varietäten dann auch durch Normautoritäten zusätzlich legitimiert werden. Normautoritäten sind tatsächlich sie selbst, also zumindest diejenigen von ihnen, die ins Lehramt gehen. Sie werden später die Normen, die in den Kodizes erfasst sind, durchsetzen können. Ja? Sie haben das Recht, den Rotstift anzusetzen, wenn ihre Schülerinnen und Schüler gegen die Regeln der Rechtschreibung verstoßen und sie haben auch die Pflicht dazu. Also man erwartet es geradezu von ihnen und wenn sie dann beschließen sollten, in Zukunft Rechtschreibung nicht mehr anzustreichen, wenn also Rechtschreibfehler nicht mehr anzustreichen, dann steigen die Eltern ihrer Schülerinnen und Schüler aufs Dach. Ja? Also sie haben das Recht, dazu Normverletzungen einzuklagen, aber auch die Pflicht dazu. Und sie können deswegen auch regelkonforme Schreibweisen und Sprechweisen legitimieren. Sie können sie adeln als normkonform oder eben tadeln als normverstoßend. Und das ist ihre Aufgabe als Lehrerinnen und Lehrer. Von mir übrigens auch, weil ich ja auch Notenabzüge gebe in Hausarbeiten, wenn die Rechtschreibung mies ist. Wir haben noch eine andere Akteursgruppe, nämlich das, was Amon die Modellsprecherinnen und Schreiberinnen nennt, die Modelltexte verfassen oder produzieren mündlich, die ein hohes Prestige haben, zum Beispiel sowas wie Tagesschau. Wir sagen, dass in der Tagesschau besonders reines Hochdeutsch gesprochen wird. Wir sagen, dass wir in der FAZ und anderen überregionalen Zeitungen besonders gutes Deutsch haben, an denen wir uns orientieren, auch über die Regeln, wie sie in Kodizes abgelegt sind, hinaus. Und schließlich haben wir noch als letzten Punkt die Urteile von Fachleuten. Es gibt also Expertinnen und Experten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die den Standard nochmals zusätzlich konsolidieren durch ihre Forschung und die im wissenschaftlichen Beirat des Duden zum Beispiel sitzen und auch im Deutschen Rechtschreibrat sitzen ja Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, nicht nur, auch SchriftstellerInnen, aber eben auch WissenschaftlerInnen und die, wie gesagt, konsolidieren das zusätzlich. Hier nochmal das soziale Kräftefeld im Überblick. Wir haben also die Bevölkerungsmehrheiten, dann haben wir ein paar herausragende Akteure, denen hier eine besondere Funktion zukommt, an denen sich dann die Mehrheit orientieren kann. Wir haben die Normautoritäten mit der Aufgabe der Korrektur. Wir haben die Kodizes und die entsprechenden kodifizierenden Instanzen, die Verlage, die den Duden produzieren zum Beispiel. Wir haben die Modellsprecher und die Sprachexperten und alle gemeinsam wirken sie zusammen daran mit, dass der Standard eben die Funktion hat, die er hat.
Nochmals von der anderen Perspektive herkommend, hat Mattheyer sich mit Standardsprachen beschäftigt und er hat zunächst mal definiert die Standardvarietät als Gesamtheit derjenigen kollektiven Realisierungen des Sprachsystems, die durch eine Standardnorm geprägt sind. Und Standardnormen eben können wir in Wörterbüchern ablegen und können, also diese Regeln können wir entsprechend abbilden in Wörterbüchern, Grammatiken und so weiter, in Ausspracheregeln. Und zusätzlich zu diesen in Regelwerken abgelegten Normen haben aber Normen immer auch eine kognitive Seite. Sie äußern sich in einer bestimmten Form des Wissens. Ja? Und hier formuliert Mattheyer wie folgt: Standardnorm ist das Wissen um die Gesamtheit derjenigen kollektiven Realisierungsmöglichkeiten eines Sprachsystems, das von einer bestimmten Gesellschaftsformation als erwünscht, als richtig bzw. vorbildlich aufgefasst wird. Erinnern Sie sich nochmal an Just Say Eleanor. Da haben wir genau das. Hier geht es um bestimmte Verwendungsweisen, Realisierungsformen des Sprachsystems, nämlich der Standard, die Sie, ohne sich darüber wahrscheinlich im Einzelnen im Klaren zu sein, aber die Sie darstellt als erwünscht, als richtig, auch als vorbildlich, indem sie auch selber sich an diesem Maßstab misst und sich emporarbeitet, sich den Standard erarbeitet, wie sie formuliert hat. Jan Blommert hat es in seiner Soziolinguistik auch nochmal aufgegriffen und er versucht zu zeigen, dass wir also in der Sprache und im Sprachgebrauch Systems, wie er sagt, vorliegen haben, Systems that organize inequality via the attribution of different indexical meanings to language forms. Also einzelne Sprachvarietäten stehen nicht gleichberechtigt nebeneinander, sondern da besteht Ungleichheit, indem ihnen verschiedene indexikalische Bedeutungen zugewiesen werden. Und jetzt ein Beispiel. For example, by allocating inferior value to the use of dialect varieties and superior value to the standard varieties in public speech. Wiederum das, was wir bei Just Say Eleanor oder auch bei Mölsch von dem Arzt beobachten konnten, die Dialektvarianten gelten als weniger wertvoll und die Standardvarianten als wertvoll, genießen einen höheren Wert. Und das Ganze in Public Speech. Ja, es gibt auch Fälle im Schützenverein zum Beispiel auf dem Dorf, wo sie im Gegenteil eher schräg angeguckt werden, wenn sie Standard sprechen. Da ist ganz umgekehrt die Dialektvariante, die besonderes Prestige genießt. Aber in unserer Gesellschaft, in öffentlichen Kontexten, in der Politik, in der Wirtschaft und so weiter, da gilt eben der Standard als die eigentlich hochgeschätzte Varietät. Es gibt noch eine Reihe von anderen sprachideologischen Annahmen zu Standardvarietäten, die diese Hochschätzung noch weiter grundieren. Zum Beispiel diese sprachpolitische Idee, dass wir einen Standard brauchen zur Sicherung von Verständlichkeit, aber auch zusätzlich als Voraussetzung zur Integration, von Integration, zum Beispiel von Migrantinnen und Migranten, und dass wir auch Standard, einen geteilten Standard brauchen, um eine gemeinsame Identität zu entwickeln. Ja, und deswegen wünscht sich die AfD zum Beispiel, dass Deutsch im Grundgesetz verankert wird, weil sie sagen, sowas wie eine nationale Identität kann nur entstehen mit einem gemeinsamen Standard und eben, es wird auch immer wieder gefordert, dass Migrantinnen und Migranten, damit sie sich integrieren können, eben Deutsch lernen müssen und wenn sie das nicht tun, sind sie schlicht nicht integrierbar. Das findet man vielfach so, dieses Argument im Diskurs, aber wir müssen nur mal zu unseren Nachbarn in der Schweiz gucken, da ist es ganz anders. In der Schweiz gibt es ja 4 Nationalsprachen, Französisch, Italienisch, Deutsch, Rätoromanisch. Und es gibt aber zusätzlich noch die Mundart in der deutschsprachigen Schweiz. Und da ist es so, dass es überhaupt keine geteilte gemeinsame Verkehrssprache gibt, sondern jeder spricht einfach die Mundart aus seinem Heimatort, der wirklich von Dorf zu Dorf schon unterschiedlich sein kann. Und man kommt gar nicht auf die Idee, dass es sowas wie eine gemeinsame
eine gemeinsame Verkehrssprache bräuchte. Und trotzdem kann eine schweizerische Identität ausgebildet werden. Insofern sind die Forderungen der AfD durchaus kritisch zu betrachten. Es gibt auch die Idee, dass der Standard, und zwar nur der Standard, grammatisch richtig ist und alles, was davon abweicht, ist falsch. Da, wo ich herkomme, sagt man der Butter. Wo meine Frau herkommt, sagt man das Teller und das Monat. Jetzt könnte man einfach sagen, das ist halt falsch. Ja, richtigerweise müsste man sagen, die Butter und der Monat. Warum eigentlich? Man könnte doch theoretisch auch sagen, es sind einfach halt eine andere Variante und die gleichberechtigt nebeneinander betrachten, aber das machen wir eben normalerweise nicht, sondern wir würden normalerweise dem Standard die Richtigkeit zuweisen. Wir gehen auch davon aus, dass der Standard bekannt, gesichert und stabil ist. Auch das erweist sich als eine vorschnelle Annahme. Nehmen wir mal so einen Satz wie, da wünsche ich dir viel Spaß bei. Ist das für Sie dialektal oder ist das korrektes Standarddeutsch? Ist nicht so ganz klar. Auch sowas wie, ich bin auf der Parkbank gesessen. Das würde ich sagen, ich finde das völlig akzeptabel, auch standardsprachlich. Das gilt im Norddeutschland als ausgesprochen markiert, dialektal, wenn nicht sogar als falsch. Ja? Also gibt es durchaus regionale Unterschiede. Schließlich haben wir die Idee, dass wir pro Nation einen Standard haben, einen einheitlichen Standard. Und da ist auch ein bisschen was Wahres dran. Wenn wir uns geschichtlich zurückerinnern, dann wissen wir ja, dass bei der Herausbildung von Nationen Standardsprachnormierungsversuche eine ganz wichtige Rolle gespielt haben und dass auch gerade so Nationenbildung häufig auch als Anlass für die Herausbildung und für die Kodifizierung eines Standards war. Ja, da gibt es viele Beispiele in der Geschichte des Deutschen, auch des Französischen, des Italienischen und so weiter. Aber auch hier muss man vielleicht ein bisschen kritischer sein und genauer hinschauen. Dazu ein kurzer Exkurs zu den plurizentrischen Sprachen. Von plurizentrischen Sprachen sprechen wir dann, wenn wir Sprachen haben mit mehreren nationalen Varianten. Das Englische ist so eine plurizentrische Sprache mit American British und American English, um nur mal die größten zu nennen. Wir können ja noch Canadian, Nigerian und so weiter noch hinzufügen. Aber auch das Deutsche ist plurizentrisch mit wenigstens den drei Nationen Deutschland, Österreich und Schweiz. Es kommen noch mehr dazu, sowas wie Südtirol, auch in Belgien haben wir deutschsprachige Minderheiten und so weiter. Und da findet man ganz interessante Unterschiede. Wir sagen zum Beispiel im Bundesdeutschen Unterbrechung, in der Schweiz hingegen im Standard Unterbruch. Also ich rede hier nicht vom Schweizerdeutschen, sondern vom Schweizer Standard in Zeitungen zum Beispiel. Ja, da sagt, oder auch im Fernsehen heißt es dann, wir entschuldigen uns für einen kurzen Werbeunterbruch. Wir sagen im Bundesdeutschen, ich erkenne den Erfolg an, in der Schweiz hingegen auch, ich anerkenne den Erfolg. Das finde ich schon akzeptabel, aber mir kommt es sehr gestelzt vor, ein bisschen altertümelnd. Aber in der Schweiz ist es völlig normal. In der Schweiz können wir auch sagen, bereits existieren Entwürfe. Ich finde das falsch. Ja, ganz naiv gesagt, ich würde sagen, es existieren bereits Entwürfe oder vielleicht schon existieren Entwürfe, aber bereits im Vorfeld, wie wir sagen, kommt mir sehr unüblich vor. Und wir können all diese Varianten uns auf der tollen Internetseite variantengrammatik.de anschauen, die ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte. Sie können sich da selber reinklicken und dann finden wir hier zum Beispiel diese Übersicht. Auf der linken Seite die Verteilungen von Anerkennen, ob es abgetrennt werden kann oder nicht, ob wir sagen, ich anerkenne oder ich erkenne an. Und dann finden wir das im Deutschen, im bundesdeutschen Raum, ich erkenne an, also die trennbare Variante, immer in der Mehrheit ist, dass es aber sich durchaus regional unterschiedlich verteilt. Ja? Und wir finden dann in der Schweiz, dass hier die untrennbare Variante eindeutig in der Mehrzahl ist. Viel klarer verteilt ist es bei Unterbrechung und Unterbruch. Das ist in der Schweiz fast die ausschließliche Variante und ist sonst fast nirgends gebräuchlich. Und wir haben hier bereits im Vorfeld, was wir auch fast nur
in der Schweiz beobachten können. Genau, klicken Sie sich bei Interesse selber mal rein. Da gibt es viele, viele Artikel, frei zugänglich und auch immer mit schönen Erklärungen und diesen tollen Karten. Und dann können Sie ja auch selber mal gucken, wie Ihr eigener Sprachgebrauch sich eigentlich so deckt mit den Verteilungen, die da wissenschaftlich erhoben wurden. Ein weiteres Ideologem der Standardsprache ist der, dass die Standardsprache bedroht ist und geschützt werden muss. Das ist sozusagen die Kehrseite davon, dass der Standard besonders hoch geschätzt wird, etwas besonders Wertvolles. Gerade in seinem besonderen Wert ist er beständig bedroht. Was sind denn potenzielle Gefahren? Da müssen wir eben mal rausgucken in den Diskurs da draußen, dann finden wir verschiedenste Positionen. Zum Beispiel werden als Bedrohungen für den Standard angesehen Anglizismen. Ja, also das Deutsche muss geschützt werden vor der Invasion von Anglizismen. Das Denglisch greift um sich und wird das Deutsche verdrängen, behauptet der Verein Deutsche Sprache. Wir finden die Idee, dass die Internetsprache das Deutsche verdrängt, also gerade Jugendliche, dass sie nur noch Emojis und Abkürzungen in WhatsApp und deswegen gar nicht mehr gerade Sätze schreiben können, dass also die Grammatik verhunzt wird. Gendersprache ist häufig in den Fokus gerückt in letzter Zeit, also sowas wie Gendersternchen oder auch der Doppelpunkt, diese ganzen Schreibweisen, die anscheinend das Deutsche zerstören, wie die AfD gerne behauptet, oder auch Friedrich Merz. Und schließlich als letzten Punkt, und darum soll es im Folgenden besonders gehen, auch die Sprache der MigrantInnen. Also im Zuge von Migration kommt es immer mehr, so ist die These, zu Sprachvermischungen, und darunter wird das Deutsche dauerhaft leiden. Und eine Varietät, die hier besonders in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt ist, ist das sogenannte Kiezdeutsch. Und darum soll es im Folgenden gehen. Ein Beispiel mal zum Einstieg, das ist hier ein Artikel aus dem Fokus, schon ein bisschen älter, mit der Überschrift "Red ich Deutsch oder was?" Und hier heißt es dann in der Unterschrift, in der Bildunterschrift, in den multiethnischen Bezirken deutscher Großstädte, ist ja auch hier so ein urbanes Setting mit den Graffitis, entwickelt sich eine neue Sprache, wird hier suggeriert, eine eigene neue Sprache. Und in der Überschrift wird ja auch zu verstehen gegeben oder zumindest implizit angedeutet, dass es gar kein Deutsch mehr ist, was da gesprochen wird. Ja? Indem es wird angezweifelt, dass das noch Deutsch sein könnte. Und diese Varietäten, um die es hier geht, die werden in der Sprachwissenschaft als Ethnolekte bezeichnet. Wir hatten schon verschiedene Lekte kennengelernt, Genderlekte, Mediolekte, Soziolekte, jetzt eben Ethnolekte. Die werden gemeinhin definiert als Varietäten oder Sprechstile meist jugendlicher Angehöriger ethnischer Minderheiten. Und das ist sozusagen die objektive Sicht auf das Ganze. Wichtig ist noch ergänzend dazu, jetzt sind wir wieder auf der Ebene der Einstellungen, dass diese Varietäten als typisch für Angehörige dieser Minderheiten gesehen werden. Wenn wir also in Theaterstücken oder im Comedy-Kontext migrantische Figuren umsetzen wollen, dann ganz häufig so, dass wir ihnen zum Beispiel solche Sprechweisen in den Mund legen. Lass mal Kino gehen, willst du lernen, dann geh Schule, Alter. Heute, ich muss zu meinem Vater. Sie kennen das wahrscheinlich alle. Wir können jetzt hier zunächst mal sprachstrukturelle Beschreibungen vornehmen. Es werden Präpositionen ausgelassen, also lass mal Kino gehen, ich gehe Schule. Die Wortstellung ist eine andere. Heute ich muss statt heute muss ich, zu meinem Vater statt zu meinem Vater und so weiter. Einige dieser Eigenschaften von Ethnolekten lassen sich erklären, einfach mit Blick auf die Herkunftssprachen. Aber eben nur teilweise. Also wir können zum Beispiel sehen, dass es im Türkischen keine Präpositionen gibt und keine bestimmten Artikel. Wenn wir sagen wollen, in die Schule, dann haben wir dafür ein Suffix, was wir an das Wort für Schule anhängen können, wie wir im Deutschen Pluralmarkierungen haben. So werden da auch Richtungsangaben angehängt. Es gibt aber keine Präpositionen. Deswegen fällt es Deutschlernenden schwer,
wenn Sie einen türkischsprachigen Hintergrund haben, Präpositionen korrekt zu verwenden. Ja, aber das erklärt längst nicht alles, warum die Ethnolekte so funktionieren, wie sie funktionieren. Da müssen noch andere Erklärungsfaktoren mit einbezogen werden. Und zur Karriere gewissermaßen von Ethnolekten in Gesellschaften hat Peter Auer hier diese berühmte Übersicht mal vorgelegt, die ich jetzt im Einzelnen durchgehen möchte. Was wir zunächst auf der ersten Stufe haben, hatte ich schon thematisiert, die primären ethnischen Merkmale. Das sind eben sozial etablierte Sprechstile von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Was meint sozial etabliert? Das meint, dass die in bestimmten Situationen und in bestimmten Communities, vor allem wenn sie unter sich sind, tatsächlich etablierte Stile sind, die auch durchaus hohes Prestige genießen können. Also selbst wenn Lehrerinnen und Lehrer und die Mehrheitsgesellschaft vielleicht die Nase rümpfen, gilt das in bestimmten Kontexten eben doch als ein Zugehörigkeitsausweis. Man kann sich damit auch einen gewissen Status sichern innerhalb der Gruppe. Ja, und wir können solche Ethnolekte mit solchen Funktionen an vielen Stellen der Welt nachweisen, mit immer ganz ähnlichen Eigenschaften, ist für viele Gegenden der Welt so beschrieben worden. Wir finden dann aber als zweites die sekundären ethnischen Merkmale, denn wir finden, dass die Ethnolekte dann auch in den Medien repräsentiert werden. Das meint hier Peter Auer mit der medialen Enkodierung. Ein berühmtes Beispiel, nur mal herausgegriffen als ein Beispiel für das ganze Genre der sogenannten Ethno-Comedy. Sie kennen vielleicht dieses Video hier, Umfrage zum Integrationstest. Wenn nicht, klicken Sie sich rein. Ich kann es leider nicht zeigen aus Urheberrechtsgründen. Aber hier sehen wir eine Figur, Antoine, der Fragen gestellt bekommt aus dem Integrationstest und dann eben genauso spricht, wie also geradezu überspitzt, klischeehaft so spricht, wie Ethnolekte eben sind. Ja? Und wichtig sind zwei Dinge. Erstens ist es der Schauspieler hier, der kommt tatsächlich aus dem Schwarzwald irgendwo, ist da aufgewachsen und spricht perfekt den Dialekt und auch Standarddeutsch und alles. Also er imitiert diesen ethnolektalen Stil. Und der zweite wichtige Punkt, das ist eben eine Mockumentary, das ist an der Oberfläche wie so ein Dokumentationsvideo. Und dass es Comedy ist, ist also nicht auf den ersten Blick erkennbar. Und als solches ist es ein mediales Kunstprodukt, was sich an eine größere Öffentlichkeit und auch an die Mehrheitsgesellschaft richtet. Ja? Also der AdressatInnenkreis öffnet sich von der Community selbst hin zur Mehrheitsgesellschaft. Ja, und das betrifft dann noch ganz viele andere Fälle. Immer haben wir hier den Fall, dass über die Massenmedien bestimmte Sprechstile als ethnisch markiert und stilisiert werden. Es gibt eine schöne Übersicht von Androtsopoulos, der hier zeigt, wie diese mediale Enkodierung sich ausdifferenziert. Wir haben zunächst den Bereich der Performance und Fiktion in Comedy, Film und vor allem auch Musik. Und hier gibt es Fremdstilisierungen. Erkan und Stefan kennen Sie vielleicht noch. Das sind ja Deutsche, die das nur imitieren. Es gibt aber auch Selbststilisierungen wie Grub Tekkan. Ja, wo bist du, mein Sonnenlicht? Wenn Sie es nicht kennen, schauen Sie es bitte auf YouTube an. Es ist sehr sehenswert. Und wir haben dann das, was Androtsopoulos Metasprachdiskurse nennt. Ich würde sagen, alles ist Metasprachdiskurs, aber er meint hier eben im Gegensatz zu Performance und Fiktion vor allem das, was wir in der Berichterstattung finden. Wir haben Berichterstattung eben über Grub Tekkan, und wir haben auch dezidierte Medienbeiträge, wo ganz speziell das Kiezdeutsche oder das Türkendeutsche oder Kanaksprak oder was auch immer die Bezeichnungen sind für Ethnolekte, Berichte, die sich speziell diesem Thema widmen. Ja? Und da kommen übrigens auch Wissenschaftlerinnen häufig zu Wort. Ich werde es gleich nochmal aufgreifen. Und wenn das erstmal alles durchlaufen wurde, dann kommt es zu einem Phänomen, was Ben Rampton das Crossing genannt hat. Weiße deutsche Jugendliche entlehnen dann die in den Medien kolportierten ethnischen Stile. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist auf Schulhöfen, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, bei mir jedenfalls war es so, wir haben so geredet, wir haben das adaptiert,
Wir haben dann auch gesagt, wir haben das Lahndeutsch genannt, wir haben dann auch gesagt, ey, gib mal Zigarette, Alter, und so. Und ich erinnere mich noch, als wir dann einen Führerschein hatten, hatte jemand ein Navi, das auch Lahndeutsch, in Lahndeutsch, wie wir gesagt haben, die Anweisungen gegeben hat, sowas wie nächste Ausfahrt, biegst du rechts. Und der war dann natürlich der King auf dem Schulhof. Ja? Und das können wir auch an verschiedenen Stellen in der Welt beobachten, dass es dieses Phänomen gibt. Und wir kommen dann letztlich eigentlich vielleicht zu dem Punkt, wo die ehemals ethnischen Stile diese exklusive ethnische Markiertheit längst verloren haben. Ja? Dass also der Ethnolekt auch ganz andere Funktionen erfüllen kann, in der Werbung instrumentalisiert wird oder auch eben von deutschen Jugendlichen zur Selbststilisierung verwendet wird. Doch zurück zum Fokusartikel, den ich Ihnen gezeigt habe. Wir schauen nochmal rein. Ich hatte ja gesagt, mit red ich Deutsch oder was, wird in Frage gestellt, ob es überhaupt noch Deutsch ist. Es wird aber auch gesagt, es sei eine eigene Sprache. Und wir gucken mal nochmal in den Artikel rein. Da heißt es, hier ist eine Mischung aus Deutsch, Türkisch und Arabisch. Und dann sind die Beispiele interessant, die geliefert werden. Wenn du nicht abhaust, Lan, mach ich dich Messer, Alter, ich schwöre. Ein 13-jähriger Junge auf dem Berliner U-Bahnhof, Cottbusser Tor, unterbricht sein Telefonat und baut sich drohend vor einem viel größeren auf. Der zögert und so weiter. Und dann heißt es weiter, lass mal treffen, ich so, hast du Handy bei, ich schwör, Alter, war so. Es ist immer interessant, sich Beispiele anzugucken, die gewählt werden, um eine Sprache zu charakterisieren. Und was haben wir hier für Praktiken, die als typisch gelten für das Kiezdeutsch? Wir haben Drohgebärden, wir haben Selbstüberhöhungen und solche Dinge wie hast du Handy bei, als ob das das Einzige ist, worum es gehen würde. Und auch diese Formulierung, ich mach dich Messer, die immer wieder herausgegriffen wird, mag sein, dass die mal so verwendet wurde, aber sie ist längst nicht so zentral, wie sie immer dargestellt wird in der Berichterstattung. Insgesamt können wir feststellen, dass in der Berichterstattung die sehr verstreuten und auch sehr, sehr heterogenen ethnolektalen Merkmale gewissermaßen gebündelt werden. Ja, und dann wird dann diese vielfältigen Eigenschaften und Phänomene werden gebündelt und daraus wird dann der Ethnolekt gemacht. Es entsteht eine neue Sprache, hieß es ja. Das heißt, wir können festhalten, Kiezdeutsch ist das Ergebnis metasprachlicher Diskurse in der Presse, im popkulturellen Diskurs und so weiter, wo genau die Sprachideologien verhandelt werden, wie wir sie bei Milani Johnson gesehen hatten, also die indexical ties zwischen sprachlichen Merkmalen einerseits und kulturellen Repräsentationen der Sprecherin bezüglich Geschlecht und Ethnizität andererseits. Und wir können auch festhalten, dass neben den Medien auch die Wissenschaft eine ganz wichtige Rolle hier spielt. Und sei es nur darin, dass in jedem Bericht über das Kiezdeutsche auch immer Sprachwissenschaftlerinnen zitiert werden. Die werden dann als Expertenstimmen, werden die interviewt und die können dann halt erklären, dass es im Türkischen keine Präpositionen gibt und können erklären, dass es ein Ethnolekt ist und dass es das auch woanders gibt, dass es normal ist und so weiter. Und sie werden beauftragt mit der Aufgabe, das Kiezdeutsch fachlich zu identifizieren, auch zu benennen, und zwar als ein separater Code. Ja, das ist immer das, worauf es letztlich hinausläuft. Sprachwissenschaftler sollen erklären, dass es eben eine eigene Sprache ist, die man so und so nennen und so beschreiben kann. Wir haben noch andere Dinge, die eine Rolle spielen bei der Konstruktion. Wir hatten vorhin von Kodifizierungen gesprochen in Wörterbüchern. Und wir finden ganz häufig in diesen Berichten auch solche Vokabellisten, wo wir links das Kiezdeutsche haben und dann die standardsprachlichen Entsprechungen, Übersetzungshilfen gewissermaßen, als ob man nicht wüsste, dass ich schwöre bedeutet. Wir haben auch solche pseudolinguistischen Erklärungen, typische grammatikalische Vereinfachung. Auch dadurch, dass hier Übersetzungshilfen geliefert werden, wird suggeriert, dass es sich um eine eigene Sprache handelt, die man eben über solche Vokabellisten auch Außenstehenden zugänglich machen muss, die ansonsten Außenstehenden versperrt bleibt.
Noch weitere Annahmen, sprachideologische Grundierungen können wir herausarbeiten bei der Konstruktion des Ethnolekts, nämlich zunächst Standardismus und Homogenismus. Das Reden über Kiezdeutsch setzt gewissermaßen voraus, dass wir es als Abweichung vom Standard beschreiben. Wir haben ja hier gesehen, dass immer die standardsprachlichen Entsprechungen dem entgegengehalten werden. Es geht also als Abweichung vom Standard. Andererseits aber tun wir so, als sei das Kiezdeutsch in sich eine vom Standard klar abgrenzbare, homogene Sprache. Wir gehen davon aus, dass das Kiezdeutsche Ausdruck einer vermeintlich einheitlichen migrantischen Identität ist. Also finden wir häufig die Idee, dass Migrantinnen und Migranten so eine gespaltene Identität haben, irgendwo zwischen Heimatland und Aufenthaltsort, und dass sich diese hybride, gespaltene Identität auch dann ausdrückt in einer gespaltenen, hybriden Sprache. Wir finden dann auch immer wieder die Idee, dass das Kiezdeutsch zu einer Ikone einer migrantischen Problemjugend gemacht wird, mit ihren vermeintlichen Praktiken der Beschimpfung, Bedrohung und Selbstüberhöhung, nochmals herausgegriffen, dieser Beispielsatz "Ich mach die Schmesser", der immer wieder in diesen Kontexten gewählt wird, als ob das die primäre sprachliche Praktik ist von Menschen, die Kiezdeutsch sprechen. Ja, alles andere, was man noch mit dieser Varietät machen kann, fällt dabei gewissermaßen unter den Tisch. Was wir hier also sehen, ist ein ganz interessantes Phänomen, das Heike Wiese in ihren jüngsten Arbeiten beschrieben hat. Heike Wiese ist die Koryphäe schlechthin für das Kiezdeutsche, hat wichtige Forschungen dazu vorgelegt, zur grammatischen Dokumentation, hat Korpora angelegt, Befragungen gemacht und so weiter. Und sie hat dann aber in der Fortsetzung dazu dann auch die Reaktionen auf ihre Forschung wiederum zum Forschungsgegenstand gemacht. Denn sie ist massiv angegriffen worden für ihre Forschungsergebnisse. Man hat ihr gesagt, auch die AfD hat ihr das vorgeworfen, dass sie dieses Radebrechen und dieses Kauderwelsch und dieses verstümmelte Deutsch zu einem Forschungsgegenstand macht und deswegen adelt, dass das verschwendete Steuergelder seien und so weiter. Ganz viele Menschen haben mir geschrieben, das ist kein Deutsch, das ist kein Dialekt, sowas verdient überhaupt nicht, dass wir das auch noch eigens in den Fokus rücken in der Wissenschaft. Ja, es sollte verhindert und zurückgedrängt werden, dass unsere deutschen Jugendlichen davon nicht negativ beeinflusst werden. All das, also Sie sehen, ein massiver Fremdenfeindlichkeit schlägt sich dadurch, denn wir müssen uns klar machen, dass entsprechende Mischformen kein Problem sind, wenn sie das Französische zum Beispiel betreffen oder wenn wir auf Mischformen des Deutschen im Ausland schauen. Es gibt zum Beispiel in Texas eine Community von deutschen Auswanderern, die sich das Deutsche erhalten haben und dann aber verbunden, verknüpft haben, verschiedene englische Versatzstücke eingebaut haben. Sowas wie I think kommt dann immer zwischendurch. Ja? Und das ist überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, das wird als eine besonders schützenswerte Varietät meisthin angesehen, die besonders pflegebedürftig ist, nur umgekehrt und vor allem, wenn es Türken und Araber sind, dann wird es plötzlich zum Problem. Das heißt, so hat Wiese formuliert, to reject Kiezdeutsch as a part of German, und das haben wir gesehen, wenn es heißt, ist das noch Deutsch oder was, wird vom Fokus gefragt und viele in der Öffentlichkeit sagen eben, nein, das ist kein Deutsch, was da gesprochen wird, und sie sagt, to reject Kiezdeutsch as part of German can then reflect a proxy racism, also ein Stellvertreter-Rassismus, a projection of ethnic and xenophobic demarcations and exclusions onto the linguistic plane. Es ist ja so, dass allzu offen zur Schau getragener Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und ethnische Aus- und Abgrenzungen, die werden normalerweise sanktioniert, zum Glück in unserer Gesellschaft. Aber Wiese sagt, dass einer der letzten Orte, wo wir ungestraft einen offenen Rassismus zur Schau tragen dürfen, ist, wenn wir es auf Sprache projizieren.
ja, über den Umweg der Sprache, dann ist es eben doch wieder möglich, rassistisch zu sein. Ich möchte noch auf dieses Buch hinweisen, eine Streitschrift, wo sie auf die Debatte eingeht, Deutschpflicht auf dem Schulhof, was die AfD, aber auch andere konservative Parteien fordern. Da weist sie nochmals darauf hin, dass Mehrsprachigkeit immer dann geduldet wird, wenn es um Englisch, Französisch, Italienisch geht, dann wird es sogar gefördert. Aber wenn Mehrsprachigkeit bedeutet, dass türkische, arabische, manchmal auch bosnische, serbische und so weiter Einflüsse mit reinkommen, dann plötzlich wird ihm der Riegel vorgeschoben und als solches ist es rassistisch, xenophob und so weiter. Und deswegen der glühende Appell in diesem Buch, dass man Mehrsprachigkeit generell fordern und fördern sollte. Ich fasse zusammen. Wir hatten gesehen, Varietäten sind Gegenstand wertender Einstellungen und Ideologien. Sie sind wesentlicher Bestandteil und auch prägender Faktor der Sprachwirklichkeit und sie sind ihrerseits sozial verteilt, diese wertenden Einstellungen, und deswegen müssen wir sie auch in der Soziolinguistik untersuchen. Wir hatten gesehen, dass Standardvarietäten eine besonders wirkmächtige Größe sind, als ein normativer Richtwert und dass sie in einem sozialen Kräftefeld stehen. Wir hatten gesehen, dass Medien und Sprachwissenschaft einflussreiche Akteure in Metasprachdiskursen sein können. Und am Ende hatte ich Sie darauf hingewiesen, dass Sprachideologien ein erhebliches Exklusions- und Diskriminierungspotenzial aufweisen können. Und deswegen nicht zuletzt an diejenigen von Ihnen, die ins Lehramt gehen, meine herzliche Einladung: Bleiben Sie kritisch gegenüber den Sprachideologien, die insbesondere in der Politik und auch in den Massenmedien so gemeinhin vermittelt werden. Damit sind wir am Ende. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Bis bald. Ciao.